Also, wir haben heute den 23.09. Es ist mir nun gelungen, in dem Kempinski Hotel noch eine Suite-Führung zu erwirken. Es ist die größte Suite und wir stehen nur hinter Nummer 301, beziehungsweise stehen vor der Suite Nummer 301. Vorgeführt wird mir das Ganze von der Gäste- und Betreuerin des Hotels. Wir kommen also nun in den Eingangsbereich an. Ich brauche mein Licht. Ja, wunderbar. Die Dame war so nett und hat mir das Licht gemacht. Also ist die ganze Sache jetzt etwas heller. Und wir gehen dann mal weiter. Hier auch. Das Bad kurz präsentiert. Sehr schick gemacht. Hier ist das Wohnzimmer, sehr aufwendig. Kann man also nur empfehlen, auch wenn mal ein Meeting, Geschäftsmeeting durchgeführt werden soll, kann man diese Suite sehr gut empfehlen. Es geht nun weiter auf die Außenterrasse. Wobei wir dann einen wunderschönen Blick nach draußen genießen können. Wir schauen also wunderschön auf die gesamte Poolanlage des Hotels. Das ist doch ein fantastischer Ausblick, oder? Wunderbar. Man guckt bis weit raus aufs Meer, sieht auch die Wasserrutschen noch. Einfach nur herrlich, kann ich sagen. Gut, ich gehe wieder rein in den Innenbereich. Sehr aufwendig auch gemacht. Sofa und Klopfsessel. Hier schick gestaltet ist mit künstlerischen Ornamenten. Und nun gehen wir in den Schlafzimmerbereich. Toll, kann ich nur sagen. Hier ist alles, was man braucht. Und das Hotel wird auch sehr viel besucht von Business-Geschäftsleuten, die von Deutschland aus in die Türkei fliegen und hier Meetings und Konferenzen durchführen. Ja, ich gehe nun noch mal auf die Außenterrasse. Hier hat man einen wunderschönen Blick auf den Innenhof des Hotels, wo man auch abends nun möchte ich noch einmal erwähnen, dass auch ein Safe vorhanden ist, auswendiger Platz für seine Kleidung aufzuhängen. Ein Kühlschrank, der auch jeden Tag neu aufgefüllt wird. Und hier sowas wie eine kleine Bar, wo man sich dann selbst etwas zubereiten kann oder kommen lässt mit Zimmer Room Service bzw. Suite Service. Ja, haben
haben wir ausführlich nun den Kleiderschrank betrachtet, möchte ich nochmal auf den Marmor hinweisen und auch die tollen Kunstwerke in der Türkei, die auch hier in der Suite wunderschön präsentiert werden. Hier ist auch ein sehr aufwendiger Spiegel mit einem unwahrscheinlich großen Schreibtisch, besonders geeignet für Business-Geschäftsleute, die also beides verbinden möchten, Geschäfte und gleichzeitig Urlaub. Für diese Herren stelle ich mich dann gerne als Business-Reisebegleiterin zur Verfügung. Ja, ich bedanke mich ganz lieb bei der Gäste-VIP-Betreuerin für die Führung. Vielen Dank. Sehr schön, danke. Und werde nun die Suite wieder verlassen. Dankeschön. Einen Teil haben wir noch vergessen. Es geht hier noch in einen weiteren Bereich. Das heißt, die Suite ist wesentlich größer, wie ich gedacht hatte. Hier nochmal Möglichkeiten der Kleideraufhängung. Leider geht das Licht zurzeit hier nicht an. Okay, wir kommen nun zum Badezimmer. Und das ist natürlich eine Besonderheit, der Whirlpool innerhalb der Suite. So wie es sein soll, kann ich nur dazu sagen. Zwei Waschbecken, sehr elegant eingerichtet, das Badezimmer auch. Wer Sauna möchte, Wellness und so weiter, kann sich mit den Bademänteln und Wellness-Schuhen. Hier nochmal eine Extraführung für VIP-Gäste bzw. VIP-Business-Geschäftsherren. Ja? Es ist also eine wunderschöne, großläufige Suite, die hauptsächlich von VIP-Gästen, auch anderen Gästen genutzt wird. Und bevor man diese in Anspruch nimmt, wird dies täglich hier mit Champagner vorbereitet, Lokum. Das sind die türkischen Süßspezialitäten aller Art. Und natürlich wird auch ein wunderschöner Blumenstrauß in der VIP-Suite hingestellt, ja? Damit man unwahrscheinlich gute Laune am Tag bekommt. Ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr begeistert von dieser Art von Suite-Aufteilung. Sie ist unwahrscheinlich bequem, auch von den Betten her. Das muss man doch einfach sagen. Gut, ich werde nun diese Suite, es war Nummer 301, wieder verlassen. Bevor ich die Suite 301 wieder verlasse, möchte ich doch nochmal von der netten, charmanten Gäste-VIP-Betreuerin die Außenterrasse öffnen lassen und auf das Gelände hinweisen. Wunderschönen Ausblick einem serviert. Das ist doch wirklich traumvoll, oder? Also wer hier nicht eine Top-Laune bekommt, am Tag und sowohl auch am Abend, der ist es doch wohl selbst schuld, oder? So, nun verlasse ich die Suite 301 wieder. Ich hoffe, dass ich hier mal zu einer Business-Reise eingeladen werde. Denn auch ich selbst würde dies gerne genießen in der Türkei. Darauf hinweisen, dass der Whirlpool auch vom VIP-Suite-Bereich Wohnzimmer zu sehen ist.
Zugänglich allerdings ist er vom Badezimmer aus. Der Service ist natürlich glänzend, wunderbar, tagtäglich. Es wird alles frisch, immer wieder aufgefüllt. Handtücher, verschiedene Arten von Duschdingen, wie man hier sieht. Ich weise da noch mal darauf hin. Es war die Suite 301 im Kempinski Hotel. Hier mal ein Duschgel präsentiert. Dies stelle ich nun wieder ordnungsgemäß hin und werde die tolle Suite verlassen. Ja, das war also ein wunderschöner Eindruck und ich bedanke mich nochmal, dass es möglich war. Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch einen angenehmen restlichen Tag und ich hoffe, dass ich auch noch einen schönen Tag haben werde. Kann mich ja dann bereits schon wieder für das Abendessen vorbereiten.